Ja, danke, danke schön. Sie haben es erkannt, hoffentlich, der Final Countdown von der Lieblingsband von Boris Johnson, Europe. Ja, mich freut es total. Ich bin ja immer, muss ich mich darauf gewöhnen, dass so viele Menschen, also nach 15 Lockdowns, man kennt es nicht mehr. Man kennt das Gefühl. Diese Eröffnungsbegeisterung hat mich überhaupt, auch beim Gesundheitsminister, bei Mückstein, der wie ins Amt gekommen, der wollte alles, kurz habe ich Angst gehabt, dass er auch die Gefängnisse aufsperrt. Da war er ja kurz, da war er kurz davor, aber da hat er, wurde er zurückgehalten. Aber es ist ja, mir taugt es. Ich habe mir oft gedacht, die Leute jammern und Corona Plus und so. Es war ein hartes Jahr, muss ich auch zugeben. Ich habe ja nichts gemacht, wenn Sie mir jetzt Kabarettist fragen, was ich gemacht habe. Null. Im Herbst habe ich schon gemerkt, das wird nichts mehr für meinen Job. Aber ich, Gott sei Dank habe ich im Garten so einen Laubhügel und da wohnt ein kleiner Igel. Und da habe ich mich einfach dazugelegt dann. Und wir waren gemeinsam im Winterschlaf. Aber ich sage, was ist der pandemische Gewinn? Ich glaube, der pandemische Gewinn ist folgendes, dass wir in 20 Jahren unsere Enkelkinder mit dem Corona-Jahr 2020 belästigen. Und zwar genauso, wie uns die Großeltern vom Krieg erzählt haben. Corona muss unser Stalingrad werden. Ich freue mich ja schon, wenn da mein Sohn, mein Enkelkind steht, ja? Und der fragt kurz nach 2020, wir sagen, wir haben nichts gehabt 2020. Nix! Ich war nur zu Hause. Ich habe 3 Sofas kaputt gelegen. 3. Wir haben es am Ende vom Jahr aus der Jogginghose ausmeißeln müssen. Ja? Und nichts war im Fernsehen damals. Null. Nur Pressekonferenzen. Pressekonferenzen. Da der Kanzler, der Kurz. Ja, ja, ich weiß, der ist noch immer. Der war schon damals. Ja, ja, der hat. Um Gottes Willen! Der hat damals immer im Fernsehen gesagt, ich sehe Licht am Ende vom Tunnel. Ja, währenddessen, wir haben so viel Alkohol getrunken, ich war dicht am Ende von seinem Tunnel. Ja. Fressen habe ich 2020, sehr viel. Popcorn, Pizza, ich habe mich hochgefressen zur Risikogruppe. Habe ich mich hochgefressen. Ja. Damit ich früher geimpft wäre, habe ich gehofft. Und weißt du, schau nicht so deppert. Und weißt du, was ich für einen Impfstoff gekriegt habe? Sputnik 2. Sputten, ja, haben sie mir das. Haben 1986 die Wölfe in Tschernobyl gekriegt, damit sie nicht wachsen. Damit haben sie mich. Nein. Wir haben nichts gehabt, 2020. Nicht einmal Klopapier. Es war alles. Ja, sie lachen jetzt. Das ist der pandemische Gewinn. Mehr haben wir nicht. So, zurück zum Thema. Ja. Sie sehen, ich habe ein Klavier mitgebracht. Zars gewaschener Bösendorfer, kann man sagen. Ich spiele gleich was. Es ist wichtig, dass wieder positive Stimmung ins Land kommt. Alles, und wir müssen positiv denken. Ich versuche es auch den ganzen Tag jetzt positiv. Wenn ich mich beim Rasieren schneide, denke ich mir, Wahnsinn, ich bin super durchblutet. Also, ich find, also es ist ja wichtig. Das Dopamin im Gehirn ist so wichtig. Glückshormon, man muss es provozieren. Dopamin, das weiß man aus der Forschung, entsteht bei Kleinigkeiten. Wenn man in ein frisch überzogenes Bett reinspringt, im Gehirn, Dopamin. Ja? Da springt bei der Ladung der Latenrost, Cortisol. Stresshormon, na sicher, wenn man sich ärgert, wenn man sich denkt, na geh, ich wollte beim IQ dreistellig sein, nicht beim Gewicht. Ja, da lacht nicht jeder. Das ist, ja, das ist klar. Humor kann wehtun, das ist eine Teilaufgabe vom Humor. Das Schöne beim Dopamin ist, entsteht, das ist erforscht von Gehirnforschern. Wenn dir ein fremder Mensch winkt, dann entsteht in deinem Gehirn Dopamin. Ist das aus, ist der Polizist beim Planquadrat. Dann halt, ja. Aber wissen Sie, was ich mache? Wenn er winkt, dann winke ich zurück und fahr weiter. Na sicher. Das ist eine Win-Win-Situation, entsteht bei ihrem Dopamin und ich behalte meinen Führerschein. Also ja, alles schön. Man muss das Leben wieder genießen können. Und es gibt so gute Nachrichten für Österreich. Haben Sie gelesen, den nächsten James Bond wollen Sie in Österreich drehen? Der jetzige ist ja abgedreht, aber der kommende wird in Österreich gedreht. Eine gute Nachricht für Österreich. James Bond wird nur in Österreich gedreht, ist gut für den Tourismus. Aber der James Bond, der soll ein neues Image bekommen, ein ganz neues Image. Der soll ein vernünftiger James Bond werden, ein umweltbewusster Bond, ein Bio-Bond. Der jagt nur noch Bösewichte aus der Region. Aus glücklicher Freilandhaltung. Der ist ganz vernünftig, der kommende Bond. Bei der Verfolgungsjagd, der ist der Einzige, der blinkt. Und aus Umweltschutzgründen tauscht er mitten im Film seinen Aston Martin aus, und zwar gegen eine ÖBB-Vorteilskarte. Aber in der ÖBB trifft er nie einen Verbrecher, die fahren alle mit der Westbahn.
Aber in der ÖBB verliebt sich der kommende Bond ins Bond-Girl, in die Fackhattenkontrollerin Gerti. Und zwar ist die Gerti ihm den erotischen Satz ins Ohr flüstert: James, in 25 Minuten erreichen wir Adnan Buchheim. Da war er noch nie, in Adnan Buchheim. In Paris von Oberösterreich. Und in Adnan Buchheim kommt es zu einer Liebesszene mit dem Bond-Girl, mit der Gerti. In der Bio-Pension Annelies. Und man merkt, das neue Bond-Girl, sie ist auch sehr vernünftig, weil sie trägt Reizwäsche vom Ständig. Ständig, eine Firma, der ist ein Vokal gestohlen haben. Der neue Bond, der ist so vernünftig, er ist erstens monogam und beim Geschlechtsverkehr endlich er verhütet. Mit 3 Kondomen, alle ökologisch, aus Jute, Hanf und Birkenrinde. Und der Hauptbösewicht im kommenden Bond ist eine traurige alte Zirkusdirektorin, gespielt von Ursula Strauss. Die spielt alles. Es kommt zu einer ökologischen Verfolgungsjagd am Attersee. Ursula Strauss fetzt weg mit einem Tretboot. James Bond verfolgt sie mit einem Segelboot. Aber sie entwischt ihn, weil er muss warten, bis der Wind kommt. Doch am Ende blendet James Bond Ursula Strauss mit einer Solarpaneele und befreit aus ihren Fängen ein laktoseintolerantes Alpaka. Dieser Bond ist total vernünftig und deswegen wird ihn sich keiner anschauen. Dankeschön. Ein Hund hat nur Vorteile. Experten raten sogar, sich einen Hund mit ins Bett zu nehmen. Warum? Der Hund versprüht die ganze Nacht nur positive Energie. Ja? Ja, das ist gerade für uns Frauen ein Vorteil, weil wir Frauen leiden ja oft an Schlafstörungen. Ja? 90% der Menschen, die an Schlafstörungen leiden, sind Frauen. Warum? Daneben liegt er und schnarcht. Das ist ein Stress. Ja? Nein, entschuldige, das ist ein Stress. Ja? Und der schnarcht aus der Schlafstörung. Das hat ja einen Grund, warum es heißt, die Schlafstörung und der Stress. Ja? Da liegt er. Deshalb kann man ruhig einmal den Ehepartner gegen den Hund austauschen, haptisch oft nicht viel um. Ja, also, merkst du oft gar nicht. Wisst ihr, dass Hunde und Ehemänner auch sehr viel gemeinsam haben? Hunde und Ehemänner haben sich im Laufe der Evolution in den 5 großen Eckpfeilern komplett gleich entwickelt. Fleischi, Bein, die Wurst, die Bauche kratzen, am Sofa einschlafen, kein Unterschied. Bei Hunden und Ehemännern. Ganz gleich. Es gibt natürlich schon einen großen Unterschied auch zwischen Hunden und Ehemännern. Das ist ganz klar, das ist die Treue. Brauchen wir nicht reden. Naja, man sagt immer, der Hund ist so ein treuer Gefährte, oder? Sagt man doch. Ja, bitte, mein Hund, der schnuffelt jeden Tag in fremde Geschlechtsteile umeinander. Sagt's mir nicht besser. Das würde ein Ehemann nie machen. Selbst wenn er es gern tat. Das schafft er doch. Der Hund hat natürlich gegenüber dem Ehemann auch einen sehr großen Vorteil. Er kommt mit der Schnauze selber da hin. Da taten sich manche viel Götter sparen. Aber okay. Anderes Thema. Das gefällt mir. Total sexistisch. Das ist mein Humor. Für dich mache ich es ja heute. Nur für den Direktor. Herr Doktor? Aber was sagt der Befund? Na ja. Na, wissen Sie was? Bitte nehmen Sie bloß. Ja. Ich bräuchte ein paar ergänzende Informationen von Ihnen. Ja. Ein bisschen was so über Ihren Lebenswandel, Ihre Gewohnheiten, Ihre Vorlieben etc. Bitte. Ja, sehr gerne. Ich bin Sektionschef im Wirtschaftsministerium. Ich bin zuständig für die Gewerbeordnung und für den Föderalismus. Die ersten paar Jahre meiner Karriere war ich bei der Nationalbank. Das wird sich aber dann erst bei der Pension so richtig auszahlen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Politisch bin ich nicht festgelegt, unabhängig. Aber ich tue mich recht engagieren für eine überparteiliche Plattform zur Erhaltung des Amtsgeheimnisses. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Ich habe viele Hobbys. Ich tue zum Beispiel gern Autofahren. Ich habe einen SUV, einen SUV, einen Geländewagen, fahre damit ausschließlich in der Stadt. Schauen Sie, wenn man da einen Unfall hat durch diese hochgezogene Schnauze, auch mit Personenbeteiligung, ist man immer auf der Siegerseite. Ich bin verheiratet seit ewig. Meine Frau war zu Beginn, war sie berufstätig, das habe ich ihr aber schnell abgewöhnt. Ja.
ist jetzt zu Hause und wir haben einen gemeinsamen Sohn. Sind wir sehr stolz. Hat ganz aus eigenen Stücken oder eine Karriere aufgebaut. Der arbeitet im Außendienst bei der Parkraumbewirtschaftung der Stadt Wien. Und ich habe viele, viele Interessen. Ich tue mich, glaube ich, auch sehr einsetzen für unsere Gesellschaft. Das ist mir wichtig. Ich tue mich informieren. Schau sehr gerne diese Informationssendung auf OE24 mit dem Herrn Fellner. Das ist ein Spitzenjournalist. Also das nenne ich Engagement. Und dann tue ich mich auch sehr einsetzen für die Frau Broll, die Frau Nina Broll, damit diese großartige Schauspielerin ihren gerechten Kampf gegen den Impfzwang weitertragen kann. Das ist mir wichtig. Naja. Ja. Gut, das ergibt alles zusammen ein relativ klares Bild. Herr Doktor, bitte sagen Sie es einfach gerade heraus. Wie schaut's aus? Ja. Es tut mir sehr leid, Ihnen das jetzt so sagen zu müssen, aber die Diagnose ist eindeutig. Sie sind ein Arschloch. Jesus, na. Gibt's da irgendeine eine Form von Heilung? So leid's mir tut. Aber bei dieser Diagnose. Ja. Also bei Arschloch im Endstadium. Da kann man überhaupt nicht mehr von Heilung sprechen, sondern bestenfalls von Behandlung. Scheiße. Na schauen Sie, was Sie tun können. Es gibt also verschiedene Arschloch-Selbsthilfegruppen. Also zum Beispiel, was weiß ich, gibt es mittlerweile eine ganze Menge. Die Identitären. Ja. Oder das Social-Media-Team vom Herbert Kickl. Oder im Aufsichtsrat von Novomatic. Also gibt es mittlerweile eigentlich eine ganze Menge. Sie dürfen jetzt auch nicht vollkommen den Kopf verlieren. Sie müssen bedenken, Sie müssen auch irgendwo den positiven Aspekt dieser Diagnose berücksichtigen. Wo gibt's da einen positiven Aspekt, bitte? Naja, als Arschloch sind Sie immun. Ja, gegen was? Gegen alles. Grundsätzlich. Moment, Sie sagen, ich bin jetzt immun gegen alles. Naja, das ist dann gar nicht so schlecht, wenn man gegen alles immun ist. Herr Doktor, wenn Sie mir das so sagen, da spüre ich ein Lied in mir hochkommen. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich meiner Euphorie in Form eines Liedes Ausdruck verleihe? Ich bitte darum. Danke höflichst. Dankeschön. Meine hohe Zeit geht nie vorüber. Ich fürcht mich nicht vor Marktwirtschaft. Alles wird neu. Nur ich bleib über. Sagt's mir, wer hat außer mir die Kraft? Was? Dauerhaft. Der freie Markt hat euch belogen. Ihr glaubt, es gewinnt, nur wer brav spurt, hör ich das Wort leistungsbezogen, da lach ich gut. Da kann man machen, was man will, da hilft kein Rationalisieren, vergeblich bleibt hier euer Mühe.
ihr werdet mich immer finanzieren. Ich trotze Regen, Wind und Sturm. Ihr setzt mir Apfel, ich der Wurm. Und wenn ihr alle vor mir kniet, da bin ich in mein Element. Bei Polizei oder Justiz oder am Amt als Referent. Leute wie mich gibt's hier zuhauf. Drum, regt euch nicht auf, es hat keinen Sinn, weil ich ein Arschloch bin. Was kann man da noch sagen? Hören Sie, man redet halt oft, man spricht oft von Globalisierung, ja, von Risiko und Leistungswahn. Das Motto heißt Deregulierung. Aber zum Glück geht mir das alles nichts an. Der Fluss der Zeit nimmt seinen Lauf. Und wenn so mancher auch ertrinkt, Abschaum schwingt immer oben auf. Weshalb es hier zu Lande stinkt, ich sag es euch ganz stolz und laut. Ich bin die Grätzen, ihr die Haut. Und wenn ihr alle vor mir kniet, da bin ich in mein Element. Bei Polizei oder Justiz oder am Amt als Referent. Ich steck so tief in diesem Land. Und dieses Land steckt in mir drin, weil ich ein Arschloch bin. Weil ich ein Arschloch bin. Ein Arschloch. Wahrhaftig und echt. Und jetzt gehe ich in meine bezahlte Mittagspause. So schaut's aus. Ah. Hallo, guten Abend. Ich habe mir gedacht, ich bringe ein erfrischendes Sommerthema mit zur Abwechslung. Korruption. Korruption ist wie Religion bei uns in Serbien. Die Frage bei uns ist nicht, ob eine Regierung korrupt ist, sondern wie sehr im Vergleich zur Vorgängerregierung. Wenn ein Politiker bei uns nicht korrupt ist, dann glauben wir nicht, der ist anständig, wir glauben, der ist schlecht vernetzt. Es ist wie das Kind, das als einziges beim Lausbefall ohne Läuse nach Hause kommt. Was ist falsch? Was ist passiert? Serbien ist keine Demokratie, sondern ein hybrides Regime. In der letzten Liste zum Korruptionswahrnehmungsindex belegten wir Platz 96 von 180. Wir finden, das ist stabiles Mittelfeld, klingt gesund. Wir sind zufrieden, haben uns die letzten 3 Jahre auch nicht vom Fleck bewegt. Österreich ist auf derselben Liste auf Platz 15 und ist dennoch unzufrieden. Weil Österreich ist um 3 Punkte gefallen. Wir sehen also, Serbien ist vielleicht ein korrupteres Land als Österreich, aber auch ein stabileres Land als Österreich. Lieber Pöbel, habt ihr alle die 3G-Regeln eingehalten? Geh bitte, geht schon. Geht's mir nicht am Arsch. Da hat mich mein Manager angerufen und gesagt, Andi, was machst du gerade? Sag ich, na eh, das, was ich schon 1,5 Jahre lang mache, nix. Sagt er, schlechte Idee, wir müssen radikal umdenken. Sag ich, meine Rede, mit Kabarett kann man nichts verändern. Was machen wir? Besetzen wir ein Haus? Entführen wir jemanden? Gründen wir Partei? Sagt er, nein, noch radikaler. Wir ändern die Spielzeiten. Sag ich, wahnsinnig radikal. Was, am Nachmittag oder was? Sagt er, nein. Witterseck, halt dich fest. Du arbeitest nur mehr im Sommer. Restliches Jahr ist frei. Bin ich ein Bademeister oder was? Nein, nichts gegen Bademeister. Ein schönes Erlebnis mit einem Bademeister gehabt. Da hinten, im Stadionbad. Ich liege auf der Britschen mit einem leichten Hangover. Und her, wie es so immer ist, so,
Achtung, Achtung, wir schalten die Wellen ein. Schlechte Schwimmer, Nichtschwimmer, bitte im Nichtschwimmerbereich aufhalten. Randsprünge sind verboten. Bitte vom Beckenrand weggehen. Ja, der Bub da mit der gelben Badehose. Bitte vom Beckenrand weggehen. Erst wem kehrt der Bub mit der gelben Badehose? Die Ausländer sollen den Bub mit der gelben Badehose abholen. Haben wir gedacht, hey, fängt eigentlich gut an, liegt auf der Britschen. Da sind halt so 10 Minuten die Wellen. Und dann geht's, die nächsten Wellen sind um 15 Uhr. Und dann kommt wie immer traditionsgemäß Buh, Buh. Buh, da kommen also ein paar Wellen noch. Ja, das hat sich eingespielt über die Jahre. Ja. Und es geht also wieder, die nächsten Wellen sind um 15 Uhr. Buh, buh, buh. Geht scheißen. Über alle Lautsprecher, gesamte Stadionbad. Das hast du gehört, ich glaube, da hat sich die Radler nur auf der Hauptallee gerissen. Ja. Ich bin auf der Britschen gelegen, habe mir gedacht, eigentlich ist es schön, in Wien zu sein. Also, Sommer in Wien, wunderbar. Aber Open Air, ich weiß nicht. Ich verbinde Open Air immer mit Phil Collins. Sagt mein Manager, nein, Open Air ist nicht Phil Collins, Open Air ist Phil Kohle. Die Leute sind ausgehungert. Hab ich gesagt, sollen sie ins Schweizer Haus gehen? Ich habe einmal gespielt am Volksstimmefest. Volksstimme, wunderbar, gutes Essen, gutes Trinken. Was sagt? Und ich tritt auf, ja, und unten ist so eine Horde von Kindern, ja, und die schreien, nein, 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 nein. So, ja, ich bin nicht der Clown Enrico, ich bin ein Kabarettist, ich muss jetzt mit den Eltern ein bisschen spielen, kann mich jetzt nicht auf euch einlassen. Nein, nein, nein. Sag ich, vielleicht, dass sich die Eltern vielleicht kümmern um die Kinder, die das haben. Die haben sich gedacht, na, da soll ich mal schauen, wie mit unseren Schoben umgeht, ja. Die haben nichts gemacht. Habe ich gesagt, können Sie auch was anderes sagen als nein? Ich weiß, das ist schwer mit linken Eltern. Mehr habe ich nicht gebraucht. Ich habe auf meine Rolex geschaut. Habe gesagt, das war's für heute. Habe mich in mein SUV gesetzt, bin über die Jesuitenwiese drüber gefahren. Direkt ins Steirereck. Nein, man muss. Man muss da nicht alles. Man muss da nicht alles mitmachen. Schlangen, zwei Pythons, bitte sehr, haben sich in heimische Klomuscheln verirrt. Ja? Zwei Ende 60-jährige Herrschaften waren unmittelbar betroffen. Ein Reptil hat sogar zugebissen. Ich sag's euch ganz ehrlich, in dem Alter wäre ich froh sein, wenn sich nur meine Schlange meinen Genitalien nähert. Aber bitte, was ist denn? Na, der hier sitzt ein älterer Herr. Ach so! Na, dann trau dich zu. Lass uns noch kurz zu den Schlangen kommen. Ja, ich möchte bitte mal eine Lanze für die Schlange brechen. Also bitte, gerne. Nein, das ist nämlich, die Schlange ist schlecht weggekommen in die Medien. Und das finde ich nicht in Ordnung. Man muss einmal aus der Sicht der Schlange sehen. Ich meine, die, seit zwei Tagen steckt die dunkel im Tunnel. Dann zieht es endlich Tageslicht und das Erste, was sieht, ist an potenziellen Konkurrenten. An Widersacher, eine Zyklopenschlange, eine Einäugige, kommt ihr entgegen. Das ist kein Wunder, wie die reagiert. Ja, also, okay. Ja, da gibt es aber keinen Welpenschutz bei den Schlangen. Weil ich nehme an, die Angst, die entstanden ist durch diese kleine Schlange, kann nicht so groß gewesen sein. Das muss ein Reflex gewesen sein. Also ich kenne natürlich das gute Teil von dem armen Herrn nicht, dass der beschädigt wurde. Aber sind wir sicher, was jetzt was der Schlauch oder waren es eher die Bälle? Wissen wir das? So genau habe ich das nicht recherchiert, ehrlich gesagt. Es ist in der Zeitung nicht gestanden, oder? Ich finde, du interessierst dich wirklich damit, recherchieren. Ich finde die Situation an sich einfach für mich jetzt unangenehm, weil ich ein... Also Mann bin, oder was? Nein, wenn ich jetzt aufs Häusl gehe, denke ich mir... Schau noch. Ganze Zeit. Aber vielleicht hat es ja gedacht, Gott sei Dank kein Hai. Ja. Es muss ja war das eine große Gelassenheit. Außerdem ist ja irgendwie ein Paradoxon bei Ängsten. Ich habe da gelesen, ein Drittel der Österreicher hat ja Angst vor Schlangen, aber keiner hat Angst vor Diabetes, obwohl viel mehr Leute an Diabetes sterben. Ja. Ich habe auch zu meinen Kindern nachher gesagt, besser eine Anaconda um den Hals als eine Gummischlange im Mund. Ja. Oh. Und wer weiß, vielleicht ist ja
Ist ja keine Giftschlange, sondern eine Würgeschlange. Ja. Das kann vielleicht charmant sein. Das ist mein erster Auftritt vor 600 Leuten. Also das erste Auftritt überhaupt und dann gleich vor so viel Leuten. Und das freut mich besonders, wenn ich in die Leute schaue. Ja? Das, was mich nicht so gefreut, dass mir jetzt wirklich vier Kollegen hinten am Arsch schauen. Ja? Das ist ein bisschen ungut, muss ich sagen. Ja? Aber, wir haben auch schon was Schönes gesehen. Ja, ich habe es ja auch schon was Schönes gesehen. Das ist so, man zum Beispiel, man kauft Sachen beim IKEA, die man nicht braucht. Ein Beispiel, sehr viele Frauen. Was kaufen sehr viele Frauen beim IKEA, die man nicht braucht? Servietten und Kerzen. Jawohl. 2 Sekunden, ein Wahnsinn. Nein, wirklich, es ist 2 Sekunden, so schnell war es überhaupt noch nicht. Aber dann merkt man, nein, das ist wirklich so. Meine Frau zum Beispiel hat Servietten, die hat zu jedem anders hat die Servietten. Also zu Weihnachten, Ostern, Allerheiligen sind schwarze Servietten. Ja. Sogar zum Weltsporttag. Ja. Die hat diese 100-Euro-Servietten, das ist ein Wahnsinn. Oder zum Beispiel, was meine Frau, was die Teelichterl hat. Wir haben, glaube ich, 500 Teelichterl haben wir da. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, so viel Tee kann ich gar nicht saufen, was wir Lichterl haben. Ja. Und da habe ich gesagt, vielleicht kaufst du mir ein paar Bierlichterl. Ja, da hat es dann. Ich gehe mit meiner Frau zu IKEA und wir wollen diese klassischen Gläser, die es da gibt, diese Wassergläser, die ja jeder kennt. Ja. Und auf einmal sieht sie es in Blau dort und sagt, ah, Blau. Ja. Sag ich, nein, geh bitte nicht in Blau. Blau, das ist so tschuschig, sage ich. Ja. Ich darf das sagen, weil ich Migrationshintergrund habe, mein Vater ist ein BEM. Ja. Und ich sag, die blauen Gläser sind total tschuschig. Ich sage, das ist ein Blödsinn, erstens sagt man das nicht. Und warum sind blaue Gläser tschuschig? Nein, nimm die blauen Gläser, wir gehen zur Kasse, sie legt sie hin so auf das Förderband und die an der Kasse sagt, ah, schön, blaue Gläser, schöner als weiße. Wir haben ja unser Mädelswochenende ungefähr 4-mal verschoben, aus Gründen. Und jetzt haben wir es geschafft und haben uns in einen steirischen Wellness-Tempel eingebucht. Und ich sag's Ihnen, dieses Ambiente dort, kennen Sie das? Diese Räucherstäbchen, die kuscheligen, dann diese Entspannungsmusik dauernd. Ist total meditativ, das Gedudel, oder? In den ersten 12 Stunden. In der 13 Stunden möchtest du jeden Panflötenspüler im Thermalwasser ein bisschen tauchen. Bis keine Blaserl mehr aus seiner Flöten rauskommen. Und ich meine, das Essen im Wellness-Tempel, das ist total wichtig, weil da werden die ja in 400 Gängen am Tag so kleine, wunderschön angerichtete, wunzige Portionen serviert. Mein Mann hat schon wieder sagen, das ist ja kein Essen, der Teller ist nur schlecht angewaschen, so glaube ich, die Portion da ist. Aber er ist ja Gott sei Dank nicht mit, gell? Und dann lege ich mich auf diese Massageliege. Und dann werde ich mit persönlichkeitsabgestimmtem Water, Pitta oder Kaffer-Sesamöl, ich wette, in alle 3 Flaschen ist fix dasselbe drin, ja, am ganzen Körper eingerieben. Und dann liegst du so da und starrst durch dein Massagetischloch. Ja. Und unter deinem Gesicht stehen die Füße vom indischen Kurbanbuben in seine Jesusbotschen drin. Ja, das ist manchen Masseuren gar nicht bewusst, dass die Kundschaft eine ganze Behandlung lang die Füße anstarrt, gell? Weil sonst würden sie es vielleicht mehr pflegen. Ja, weil die Füße vom Inder haben ausgeschaut, als wenn er von Pompeji bis Bad Blumau auf die Zehennägel dahergegangen war. Ja. Nein, der hatte Zehennägel in einer Länge und in einer Stärke, da jetzt beim Schneiden mit einer Geflügelschere schwer da. Ja. Ja. Ja, aber der Inder war total lieb und ich habe mir gedacht, ja, lass die Gedanken ziehen, die negativen, lass sie weg, ja. Und dann ertappe ich mich dabei, wie ich die Haare auf der großen Zehe vom Inder zähle. Es waren exakt 27. Und wenn du sowas warst, dann bist du auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene. Und am Ende der Behandlung hat mir der Inder dann noch einen indischen Schutzpunkt auf die Stirn gemalt, gegen die bösen Geister. Habe ich gesagt, lieb, aber nicht notwendig, die bösen Geister sind alle zu Hause bei meinem Mann. Danke. Massage halte ich überhaupt nicht aus, zum Beispiel. Ich habe jetzt mit einem Freund, wir haben so einen Männer-Wellness gemacht. Ja. Und der Freund, also. Im Schweizer Haus. Im Schweizer. Ja. Nein, wirklich. Das ist der Wahnsinn. Ich,
Leiner, ich will dein Einweghüschen. Es ist unfair. Ich will Leiner sein Einweghüschen sehen. Nein, das geht. Aber der Reim soll sich dann gegenseitig mit der Stötzen ein, gell, in der Sauna. Ja, da haben sie das Bier drüber geschüttet. Ja, perfekt. Nein, ich war im Wildwasserkanal. Der Wildwasserkanal, kennst du das, wo die Tolle, der Freifahrer, der drüben, der hat 40 Kilo aus dem Wasser. Ja, und der hat sich eine und was der, und dann schwimmt so, und sagt zu mir, Leiner, komm rein, das ist total super. Ja. Und ich stelle mir eine, wirklich stelle mir eine, steht da, denke ich mir, was ist da so lustig? Ja. Wie der Wasser ein pass auf, und dann links und rechts in mir, da ging es vorbei, und dusch und dusch. Ja. Und hinten, das kannst du mir hinten. Hinten ein Kind auf mich. Ist bitten blieb. Sagt er so, Papa, schau, da ist ein Klander. Ja. Mich hinten ist das Klander. Da eins. Günter Leiner im Suezkanal, der Therme, ja. Ich war mal in Leupersdorf in der Therme, da gibt es ein Rutschen, wo man von innen ausgerutscht ins Freie und so, ewig, das geht so. Und ich denke mir, gut, lass mir lang Abstand zwischen dem Kind, das vor mir rutscht, und ich, wer weiß, ob ich nicht schneller bin, ja. Und dann hat mein Freund Folgendes gesagt, man hat auf einmal gehört, in dieser Röhre. Und dann ist das Kind rausgekommen und ich gleich drauf. Und ich hab's nur gesehen, ich hab's richtig runtergetaucht. Dann habe ich es irgendwo unten gefunden, das Kind, hab's hochgehoben und sehe, wie der Vater so steht am Becken. Ich hab's dann wie beim Löwenkönig. Ah, yeah, yeah. Oder, aber, ein Erlebnis, darf ich nur, Wasser, ich hab dann Wassergymnastik gemacht, das auch gehört mir, Wassergymnastik. Pass auf. Wart kurz. Was denn? Und hat das Wasser abgenommen? Was denn, ne? Deppert Männer, Schweizerhaus, irgendwas? Nein, pass auf, und da sagt die wirklich, da haben wir diese Spaßnudel gekriegt. Hast du diese Spaßnudel? Ja. Und da sagt die immer, die vorne, die mit einem Headset, sagt immer, jetzt nehmen Sie die Nudel in die Hand. Die hat immer Nudel gesagt, ja. Und dann hast du gesagt, und jetzt nehmen Sie die Nudel zwischen den Beinen und schieben Sie sie vor und zurück, ja, wirklich, kein Schmeck. Und dann, original, hat gesagt zu mir, und jetzt nehmen Sie die Nudel des Nachbarn, und gesagt, aber sicher nicht. Original. Schön. Liebe kulturinteressierte Menschen in ORF3, es tut mir sehr leid. Ach so, scheiße ORF3. Ja. Scheiße auch noch. liebe Barbara Rett, es wird wieder. Schnappatmung. Dann darfst du mich nicht das zweite Spiel lassen, dass ich dann ein Wein saufen kann. Die griechischen Götter sind noch heute bekannt. Theater und Kino sind nach ihnen benannt. Zeus war der Chef, Hera hieß seine Frau. Aber treu war er nie, diese gamsige Sau. Wo gibt's den schönsten Strand? Nur in Griechenland. Der Kolos von Rhodos stand nur in Griechenland. Sokrates sprach allerhand nur in Griechenland. Die Demokratie erfand Griechenland. Jawohl, ihr habt das verstanden. Passt, dann sind wir gewappnet. Huppi, für die nächsten. Wurscht. 32 Strophen, ich kann es auch schwingend. Das wird Fernsehgeschichte schreiben, ich sag's dir. Ja, das löst Otto und Ingrid Thurnherr ab. Ja, dann musst du aber zu meinen Füßen kriechen. Dann müsstest du zu meinen Füßen kriechen. Ja, dass es wegen der Griechen. Dass es das wirklich auch löst. Verstehst du? Aber passt, ihr könnt es eh singen, ich kann es halten. Geht. Bitte Konzentration, das ist ein ernstzunehmendes Lied. So. Hauptsache, sie spielt noch. Dann nehme ich einmal ein Instrument, verstehst du nicht, weil das Kleine funktioniert, ist ja wurscht. Es bräuchte die drei Wampen, verstehst du? Ja, das ist ein freihändig spielen, ohne Hände. Aber geht wenn sowas passiert, immer nur in Griechenland.
Zeus beherrschte den Himmel, Poseidon das Meer. Gott Hades, der regelt den Totenverkehr. Aphrodite liiert mit Hephaistos, dem Schmied. Er war hässlich, aber er hatte ein sehr großes Herz. Jedes Haus mit weißer Wand, wo? Nur in Griechenland. Ziegen stehen am Straßenrand. Nur in Griechenland. Hieros Peter in der Hand. Nur in Griechenland. Der größte Beamtenverband ist in Griechenland. Und es ist wirklich so, falls ihr das nicht glauben, aber es ist wirklich so. 25% der Leute sind Beamte. Das heißt, jeder vierte. 1, 2, 3 Beamte. Ja? Unfassbar. Ist ja wurscht. Na. Das muss so bescheuert ausschauen. Ich freue mich, wenn ich das im Fernsehen sehe. Das schaue ich mir an. Ja. Und Wien ist nicht mehr lebenswerteste Stadt der Welt. Gott sei Dank kommen keine Touristen. Genau. Ja. Ja. Ich war gerade uns abgelöst. Linz. Linz. Genau. Aber nur das Bahnhofsviertel. Ja. Aber nur wegen der guten Luft. Wieso lacht ihr so? Also? Nein, der Leberkass-Pepe. Wegen Leberkass-Pepe. Der Leberkass-Pepe. Gibt's übrigens. Gibt es in Wien jetzt auch schon? Hängt das irgendwie zusammen damit, dass Wien jetzt irgendwie die zweitunfreundlichste Stadt ist? Nein, wir waren ja immer die lebenswerteste und unfreundlichste. Nicht irgendwie dann so. Sind wir zweitunfreundlich. Sei froh, dass du da wohnen kannst, du Arsch. Nicht? Ja. Ja. Wenn die uns nicht mehr unfreundlich finden, sollen sie scheißen gehen, oder? Ja, ich habe einmal, weißt du, mit 10 von Ketchup, ich habe wirklich mal in einem Wiener Café aus der Schnitzel bestellt, mit Pommes und sagt dann, Herr Ober, ich hätte gern ein Ketchup. Dann am halben Weg, dreht er sich um, sagt er, Ketchup ist was für kleine Kinder. Ja. Ja, recht. Habe ich nicht gekriegt, habe ich nicht gekriegt. Ja, sicher. Bis heute nicht. Ja. Eines meiner schönsten Erlebnisse, ich bin ja eigentlich nicht aus Wien, nicht? Ich bin aus der Steiermark, mein Herz nur, wenn ich will. Geht schon, kann ich sagen, alter Schiff, so wie zum Baum, dass du aus hochs, nicht? Aber kostet extra normal. Café Pendel hinterm Rathaus, legendäres Café, da bin ich als kurz in Wien gewesen, hat mich dort hingesetzt und die Kellnerin auch eher so drauf wie der mit dem Ketchup, ist bei mir vorbeigerannt und ich wollte bestellen und die hat mich nie gesehen. Nicht? Und ich habe immer, Entschuldigung, und die, Entschuldigung, Entschuldigung, und irgendwann nach dem 17. Mal ist sie herkommen und stellt sie so hin zu mir und schreit mir an, merkst das nicht? Und ich, Entschuldigung, was denn? Ich bin heute nicht gut drauf. Und ist wieder gegangen. Ja. So gehört es. So gehört es. So gehört es. Ich wollte als Callboy wirklich viele Politiker in den letzten Monaten anrufen, aber die haben alle keine Handys mehr. Und ja, jedes Mal, wenn ich angerufen habe, hat der Staatsanwalt abgehoben. Außer beim Kurz, da war es die Mama. Die war noch strenger. Dabei hätte ich so viele Ideen gehabt, ich wollte den Doskozil, den Blümel, den Strache anrufen und zwar als Immobilienmakler und in einer Wohnung andran. Er hat gesagt, warum Wohnung? Ich sage, ja, dann habt ihr keine Hausdurchsuchung mehr. Aber schau, man kommt eigentlich im Lockdown als Kabarettist auf ganz blöde Ideen, das ist so. Im ersten Lockdown habe ich sehr viel ferngeschaut, da ist mir aufgefallen, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, die Werbung ist schlechter geworden. Ist mir aufgefallen, na wirklich, früher haben wir so Werbung gehabt, so Cornetto, L'estate e tu, oder Raffaello, oder der Cola Lightman. Jetzt haben wir Dr. Böhm. Kennst du Dr. Böhm, Ein- und Durchschlaf. Dr. Böhm, Gedächtnislücken mit Dr. Böhm. Du, Magenunverträglichkeit, Blasenschwäche, Scheidentrockenheit. Das musst du dir mal vorstellen. Die ganze Zeit Dr. Böhm. Ich war mir so, mit einmal der Bob Sprennt. Wirklich, mit so der Bob Sprennt, das war Wahnsinn. Mit so der habe ich angerufen in Apotheken, haben sie nichts gehabt. Der Dr. Böhm hat nichts gehabt. Ich so, aber mir brennt der Bob schon. So, das ist das Gegenteil von Scheidentrockenheit beim Mann, ist, wenn der Bob Sprennt. Weißt du? Also, ich hab gesagt, nein, es brennt. Ah. Aber so hat er, hat so brennt. Er hat so, dann gesagt, was mache ich, jetzt brennt der Bob schon. Da sagt er, wieso brennt das, ich weiß nicht. Ich hab das Aftershave ganz normal eingeschnitten. Dann nach dem dritten Lockdown, am dritten Lockdown haben die Wiener nicht nach Bahndorf zum Shoppingcenter fahren dürfen. Das ist ein Wahnsinn, oder? 1450 Euro Strafe von der Polizei, musst du dir vorstellen, wenn da ein Wiener Kennzeichen gesehen ist worden. Dann haben wir gedacht, na, ich will einkaufen gehen, ich war Wiener Kennzeichen.
habe ich irgendeine Burgenländerin habe ich angerufen und habe sie gefragt, ob wir Nummern darf ich tauschen. Sie ja, das sehen Sie, wenn wir tauschen. Sie sind ein ganz schlauer. Ne? Treffen wir uns kurz vor dem Zentrum. Ich treffe mich nicht mit Ihnen, wenn ich Ihnen nicht kenne. Aber wenn man sie im Bahndorf... Ich habe das verstanden. Dann tauschen wir das ganze Auto. Sie kriegen dabei mein Auto. Interessiert mich nicht. Ich weiß, was das für alte Chefs ist. Ja, dann habe ich zu ihr gesagt, nein, aber ich möchte eigentlich nur einkaufen. Können wir nicht tauschen? Habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie was? Ich gebe Ihnen einfach die Einkaufslisten. Dann gehen Sie für mich einkaufen, habe ich gesagt zu ihr. Ganz sicher nicht. Na, dann habe ich halt Pech gehabt. Doppeltes Pech gehabt. Wieso? Ich bin eine Polizistin. Ich war schon aufgeregt. Entschuldigung, wo sind Sie? Ja, Sie haben schon richtig gehört. Eine Polizistin. Jetzt brauche ich einen Namen, eine Adresse und eine Telefonnummer. Ich will mit einer Polizistin Nummern drauf enttauschen. Es ist ein schönes Bild, finde ich, ganz einfach da. Musst dir vorstellen, es ist kein Witz. Nachdem dieser Callboy ausgestreut ist worden, ja, hat der Nehammer die Polizistin geehrt, weil sie so gut reagiert hat. Das ist kein Witz. Das ist mit einem Blumenstrauß, der Kadel Nehammer, der Kadel Schmähhammer. Schmähhammer! Bürger und Bürger. Aber Putschisten und Putschisten. Putschei. Ich bin außen schön und. Wie ist da? Bitte, liebe Putschisten und Putschisten, nehmen Sie sich ein Beispiel an der Putschist aus dem Burgenland. Also, wie die reagiert hat, als sie da drei Kalber angerufen hat, das ist sensationell. Also, wie sie nach seinem Namen gefragt hat. Wie sie nach seiner Adresse gefragt hat, das ist sensationell. Und wie sie zum Schluss auch noch nach seiner Telefonnummer gefragt hat. Das ist ein Geniestreich. Für die anderen Putschisten und Putschisten gilt das eine Warnung in eigener Sache. Nach solchen Anrufen, die wir seit über 20 Jahren erleben bei der Putschei, sind wir genötigt worden, dass wir die Telefonnummer der Putschei, also von den Putschisten und Putschisten, das wird die ändern. Aber es ist uns nicht gelungen. Bei 122 und 144 sind schon vergeben. Aber das Gute ist, das BVT ist drauf und dran herauszufinden, wem die beiden Telefonnummern gehören. Zum Abschluss noch ein Wort zu Corona. Corona. Die Impfquote stimmt nicht. Die Impfquote. Pardon. Dorthin kommt, wo es hingehört. Es ist folgende Maßnahme des Bundesministeriums für Ihres. Für Ungeimpfte gibt es ab sofort keine zweite Kasse im Supermarkt. Für Ungeimpfte gilt auf Österreichs Autobahnen Tempo 30. Und drittens, und da hoffen wir uns die größte Wirkung, auf Demonstrationen gegen die Impfung dürfen ab sofort nur noch Geimpfte. Danke für Ihre eingeschränkte Unaufmerksamkeit und infizieren Sie sich nicht. Dankeschön. Schmähhammer! Hallo. Ich komme aus einem sehr kleinen Dorf in Oberösterreich. Und ich habe damals einen besten Freund gehabt. Sein Name war Schweinsberger Johannes. Und er hat zwei so Eltern daheim gehabt. Das ist in Oberösterreich eine uralte Tradition. Dann sind die zwei Eltern, die waren erzkatholisch. Das größte Ziel in einem Leben war, dass der Johannes keinen Sex vor seiner Ehe hat. Danke. An seinem 18. Geburtstag haben wir uns aber mal heimlich von daheim weggeschlichen. Wir wollten nämlich zum legendären Faschingsgeschnass von der katholischen Jungschaft. Also das war wirklich legendär. Ich war damals voll der Loser. Also nicht so ein cooler Typ wie heute. Und ich war damals das erste Mal am legendären Faschingsknast. Wie ich hingekommen bin, haben mich dann alle voll ausgelacht. Einer hat zu mir gesagt, ha, was macht denn der Loser da? Der hat sicher noch nie in seinem ganzen Leben Sex gehabt. Das war das größte Arschloch im ganzen Ort.
unser Pfarrer. Der Schweinsberger Johannes war damals unsterblich in unsere Jungschauführerin verliebt, in Danninger Gertrude. Das war die schönste Frau im ganzen Ort. Sie war blond, 48 Kilo schwer und 2,10 Meter groß. Sie haben dann miteinander getanzt und später haben sie sogar miteinander geschmust im Pfarrheim. Am Abend war der Johannes dann auf einmal weg. Ich war auf einmal ganz allein am Faschingsgeschnaß. Ich war dann total verzweifelt und habe seine zwei Eltern angerufen. Wir haben dann gemeinsam gesucht, im ganzen Pfarrheim, und nach über einer Stunde haben wir ihn in der Küche vom Pfarrer erwischt. Mit der Danninger Gertrude. Sie ist am Ofen gesessen und sie haben Sex gehabt. Gemeinsam. Pfui. Seine zwei katholischen Eltern waren beide extrem schockiert und haben beide zum Rehren angefangen. Für sie war das an dem Abend wirklich die Ofenpaarung des Johannes. Royals, britisches Königshaus, seid ihr in Intuit in Königshäuser oder nicht? Gibt es ein Team Megan? Du bist doch, das dachte ich doch sicher. Das ist doch auch so was Ähnliches wie Religion, so ein Königshaus. Das ist gut, das, was ja, da ich muss sagen, so diese Märchenhochzeit 81, gell, wo sie da so diesen. Das war für mich so berührend. Gell. Du bist ganz normal Kindergärtnerin, auf einmal kommt ein Prinz mit großen Ohren und will dich heiraten. Das ist irgendwie so. Das kann jedem von uns passieren. Ja. Aber das ist umgekehrt in Grasser passiert mit der Swarovski. Das Thema Gesundheit war ja, es ist ja so breit gefächert, Gesundheit, ich habe meinen Beitrag dazu geleistet. Mittlerweile ist ja jeder, der bis vor 2 Jahren nicht gewusst hat, was ein Virologe überhaupt ist, oder wie man das schreibt, ist ja selbst einer geworden, weil Gesundheit ein Riesenthema geworden ist. Für mich persönlich nicht, ja, weil ich bin ja kerngesund, Männer gehen ja nicht zum Arzt, also erst bis man den Kopf schon unter den Arm tragen und dann lassen wir uns aber auch gleich totschreiben, sicherheitshalber, also muss man ja hinprügeln. Und ich brauche das ja, ich bin ja wirklich kerngesund und ich weiß, ich habe das meinem Vater zu verdanken. Ich bin ihm wahnsinnig dankbar dafür, weil der Papa hat mit uns immer im Freien gearbeitet. Wir haben immer gelötet und geschweißt und immer ingenieurmäßig, muss ich nicht dazu sagen, und immer im Freien, weil für Garage haben wir kein Geld gehabt. Und wo andere Kinder im Wohnzimmer gesessen sind und haben sich die Schlümpfe angeschaut und die Biene Meier, bin ich meist noch unter dem Auto gelegen und habe zum Beispiel mit Altöl unten die Bodenplatten eingesprüht. Ja, das ist wichtig, das sprühst du ein und dann fährst du von der Schotterstraße, wird zweimal bremst und das drückt den Dreck so auf und dann wieder mit Altöl und es wird dann so ein 4 bis 5 cm Unterbodenschutz, der den Käfer eigentlich zusammengehalten hat, muss man sagen. Ist ja vollkommen tödlich für die Umwelt, war aber wurscht. Und dieses Altöl legt sich auch innen in die Kinderorgane und versiegelt dich über viele Jahre. Also mir geht das Corona da hinten vorbei, weil das hust ja aus, das hält sich bei mir. Das hält sich bei mir gar nicht. Und dann hatte mein Vater eines, und das ist, glaube ich, der Schlüssel zur Gesundheit, nämlich er hatte in seiner Arbeitshose stets ein Stofftaschentuch eingesteckt. Ja, das ist einmal im Jahr mitgewaschen worden, nämlich mit der Hose, also ohne vorherige Entnahme, das ist da drin irgendwie sauber worden. Und mit dem hat er alles abgewischt, alles. Und zwar wirklich ausnahmslos alles. Also vom Kinderkopf bis zum Zylinderkopf wurde da alles gereinigt. So auch eben wir Buben. Und mein Bruder und ich haben wahnsinnig gerne lackiert und dementsprechend haben wir dann auch ausgesehen. Und wenn dem so war, ist der Vater mit dem Stofftaschentuchel im Benzinkanister reingefahren und hat uns mit Benzin das Gesicht gewaschen. Ja, also nichts mit einer BB-Hautcreme oder so einem, mit niedrigem pH-Wert, nichts. Unser ROZ-Wert, das war unser Wert. Und da bist du bohrentief gereinigt. Also da bleibt nichts mehr. Darum, ich vertrage heute gar keine Hautcreme und darum ist Sonnenschutz oder dieses Themen, die so gefährlich, alles für mich kein Thema mehr. Weil so eine Prophylaxe, sagt meine Frau immer, Prophylaxe, 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 oft sagt sie das viermal, dass wir es alle gehört haben, weil die Sonne ja so gefährlich geworden ist. Ne, habe ich jetzt gelesen, auch in einer Zeitschrift, das war so eine Gratis-Beilage einer Gratis-Zeitschrift, dort hat also Gratis-Experte um viel Geld, hat er gesagt, dass die Sonne so aggressiv geworden ist. Ja, und zwar in den letzten 9 Jahren. Ja, die scheint jetzt, glaube ich, 4,5 Milliarden Jahren auf die Erde, aber in den letzten Jahren ist die so aggressiv geworden. Und darum Prophylaxe. Nicht? Weil die paff, hast du Krebs und so schnell kannst du gar nicht schauen, wenn du dich nicht einschmierst. Und das hören auch die ganzen Helikoptereltern. Und ich habe das am Strand beobachtet. Da spielt das kleine Kind, spielt da im Sand. Und im 4-Minuten-Takt kommt irgendein Elternteil und pff, lässt so
Viertel Liter aus einem Heuflaschel auf das Kind. Das hat schon seine 5 cm dicke Fettschicht. Der sitzt schon dort wie ein Albino. Und sagst du, Kevin, jetzt geh mal baden. Und dann sagt er, ich war schon zweimal beim Wasser, Mutti, ich geh nicht mehr unter. Was soll ich machen? Der Kevin steht im Wasser wie eine Boje. Der geht nicht mehr unter, der Kevin. Wie treibt gut. Ja. In Lignano ist der Kevin übers Wasser gegangen wie der Jesus am See Genezareth mit seinen Steinigstritten. Und ich muss ja sagen, ich gehe meiner Frau zuliebe, zu Fleiß zum Arzt, ja, nur mir zu beweisen, dass ich kerngesund bin. Das mache ich, das macht mich so sympathisch. Nicht? Weil mein Arzt, der passt auf mich auf, das ist der Deal. Ja, der schaut, dass ich nicht stirb. Von den hat er nichts. Ja. Er schaut auch, dass ich nicht ganz gesund bin, weil von den hat er auch nichts. Aber sagen wir, so latent entzünden ist für einen ideal. Also, so macht er die schönsten Urlaube. Und ich sag aber, jedes Mal sage ich zu ihm, sage ich, Herr Doktor, ich hab nichts. Sagt er, das gibt's nicht. Sag ich, doch, ich hab nichts. Sagt er, das gibt's nicht. Dann sind Sie nur schlecht untersucht. Ja, sag ich, ich habe nichts. Hat er gesagt, Herr Seidel, dann haben wir noch nicht. Der Doktor. Der Aasgeier. Der Todkopf. Der Doktor. Ja, der Ludwig Hirsch. Komm, großer schwarzer Vogel. Nein, sagt der Herr Seidel, dann haben wir noch nicht genau genug hingeschaut. Dann machen wir mal ein Blutbild. Sag ich, was? Was machen wir? Sagt er, ein Blutbild. Ein großes. Sag ich, wie groß? Sagt er, ganz groß. Sag ich, ein Schüttbild vom Nietzsche? Ja. Oder kann es ein bisschen kleiner sein? Ja. Vom Preis waren wir nicht weit auseinander, muss ich nur sagen. Und eines kann ich Ihnen auch sagen, so gut kann es Ihnen gar nicht gehen. Mit so einem großen Blutbild, aus dem Vollblut, ja, auch wenn Sie kein Rennpferd sind, ja, sehen Sie erst, wie schlecht es Ihnen eigentlich geht. Ich bin dort quietschvergnügt zu dieser Untersuchung hingegangen. Ja, 3 Wochen später war Befundbesprechung, die wir mit der Rettung heimgeführt. Ich war fertig. War am Ende. Ich sage Ihnen, machen Sie das nicht. Nach allem, was mir der erklärt hat, war es für mich ein Wahnsinn, dass ich den Arm noch heben kann, ja, und meine Nägel freiwillig wachsen. Seitdem ich eine diagnostizierte Glutenunverträglichkeit habe, oh, ja, weiß ich erst, dass ich eine Brille brauche. Ja. Ja, weil ich das Kleingedruckte auf der Verpackung nicht mehr lesen kann. Ja. Ja, ich habe die Gluten in mir. Oder Glutene oder zwei, alle, ihr habt alle Gluten, Glutene oder Glutner, Glutene oder was, wie das heißt. Sag ich, was ist das überhaupt? Sag ich ihm, was ist denn das überhaupt? Sagt er, das ist das Weizenkorn, das ist der Kleber des Weizenkorns, hat er gesagt. Der Weizen-Uhu. Ja, und das vertrage ich nicht. Wenn ich das isst, das zersetzt meinen Darm. Da kannst du 8 Liter Aktimil noch schieten, das wird nichts mehr. Das zersetzt innen, also da scheißt dich innen an, wenn man das so fängt. Und das WLAN zersetzt mich von außen, hat er mir erklärt. Ja? Also wenn im Internet was ist, dann presselt es mich dort auf der Couch in Wirklichkeit. Ne? Ja, das hat er gesagt, Herr Seidler, hat er gesagt, da gibt es Menschen, hat er gesagt, die lassen das Handy in der Nacht neben dem Kopfpolster liegen. Sag ich, Herr Doktor, das mache ich auch. Aber meins ist Ohrdraht. Hat er gesagt, das geht gar nicht. Das Handy kannst du nicht da dran. Das tut nur so. Das macht so auf Todmannstellung, wie eine Maus. So. Und kaum merkt das Handy, dass du eingeschlafen bist, kommt das Handy, wacht auf und kriecht durch deine Ohren ins Hirn und schaut, was du träumst. Und das, was du träumst, das meldet der NSA, die ruft bei Amazon an, die Post hat der Bagel in Vorgarten. Ja, das ist ein Kreislauf. Die wissen alles. Wissen alles. Ich sage Ihnen, mein Freund, der Kurtl, ja, bin gleich fertig, ja, der Kurtl hat sich eine Uhr gekauft, freiwillig, die ihn vollständig überwacht, komplett. Ja, komplett. Die hat er direkt am Handgelenk, weil das sieht er ein bisschen hin. Und wenn der Kurtl zum Beispiel heute aufhört zu atmen, ja, dann gibt ihm diese Uhr einen Stromstoß, mit dem könntest du, glaube ich, Ramses IV. Auf dem Thron zurückreanimieren. Also, der wird da sitzen wie Frischbrot, der Ramses. So. Und die ist ständig mit ihm in Kontakt, ständig. Und letztens schreibt ihm die Uhr, sie sind sexuell inaktiv. Ja, habe ich gesagt, Kurtl, gib's mir aufs andere Handgelenk. Ja. Also.
hat sie ihm geschrieben, sie sollten Samenspender werden. Ja. Ich habe gesagt, Gurtl, das ist doch sehr lukrativ. Ich habe gelesen, für eine Samenspende kriegt man 50 Euro mittlerweile. Ne? Hat der Gurtl gesagt, hörst du, muss ich am Dachboden aufschauen. Ja? Ich glaube, da steht noch ein Handtüchel hinter der Tür. Ja? Das müsste dann 12 wert sein. Der ist zu viel, oder? Der ist zu viel. Den lasse ich weg, den schneiden wir aus. Entschuldige mich bei den Zusehern auf OF3. Liebe Barbara Rett, es tut mir leid. In diesem Sinne bedanke ich mich und wünsche Ihnen viel Freude im Leben. Dankeschön.